Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. In dieser Sendung wollen wir euch das Thema Forschung, Frequenzen und Therapie etwas näher bringen. Dazu sind wir für euch extra nach Kroatien gereist, um dort jemanden zu interviewen, der das Ganze an sich erlebt hat. Leider hat diese Sendung hier auch einen etwas derben Beigeschmack, da unser Interviewpartner, den Sie im Anschluss gleich sehen werden, eine Woche nach dieser Videoaufzeichnung bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Zur Ehre an ihn hier dieses Video für euch. Film ab. Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. Heute haben wir unsere Hintergrundkulisse etwas geändert. Wir sind hier in Kroatien in der Nähe von Pula. Und zwar ist es hier ein Freizeitpark und Naturpark, kann man eigentlich sagen. Rit Kamanjak heißt das Ganze hier. Und bei mir heute zu Gast im Studio kann ich nicht sagen, aber zu Gast hier am Strand. unser Dejan. Dejan, ja. Ja, Dejan, wir haben uns vor einiger Zeit mal kennengelernt in Österreich. Alpinovel Hotel. Beim Alpinovel, bei deinem Chef, Freund von mir. Ja. Und du kommst eigentlich ursprünglich von hier, bist aber in Deutschland geboren. Genau, Deutschland geboren, ursprünglich von hier. Das heißt, in Deutschland lebte ich 7 Jahre. Mhm. Dann bin ich mit meiner Familie umgezogen wieder, zurück. Mhm. Und letzte 3 Jahre lebte ich gearbeitet und gelebt in Österreich. Jetzt bin ich natürlich wieder zu Hause und... Ja, ja. Dazu habe ich den Anlass mal genutzt, dich hier zu besuchen, um über eine kleine Geschichte zu berichten für unsere Zuschauer. Was dir so widerfahren ist, was wir so experimentell mal ausprobiert haben. Von diesen Sachen, was ich immer erzähle, wenn man krank ist, ist immer ein emotionaler Hintergrund eigentlich da. Und bei dir war es ja so, letztes Jahr Oktober, großes Event. Mitte Oktober, genau, ja. Go-Kart-Event war das, Alpinjuwel. Wie viele Gäste waren da? Wir haben die knapp 1000 Leute. 1000 Leute. 3 Tage Party. Genau, der ganze Ort war abgesperrt, überall nur Go-Karts und Leute beim Feiern. Und wo die Party im Endeffekt zu Ende war, hattest du dann auch so ein kleines Problem, sage ich jetzt einfach einmal. Genau, das heißt, die Saison war eh zu Ende schon. Das heißt, Tag später würde das Hotel eh zusperren. Ja. Um 5 oder 6 Uhr morgens, als wir fertig waren, bin ich einfach schlafen gegangen, bin aufgeweckt und konnte mit der Hand einfach nichts anfangen. Ich dachte, okay, ich habe vielleicht ein bisschen schief geschlafen, ich gehe mal schnell duschen und dann wieder runter. Dann habe ich gemerkt, dass ich einfach mit der Hand nichts mehr anfangen kann. Das heißt, als würde mich hier ganz etwas durchschneiden, als wäre das nicht meine Hand. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst. Da ist schon ein Gefühl, wo du weißt, dass du nicht irgendwie runtergefallen bist oder irgendwas passiert ist, sondern einfach aus nichts. Das ist damals aus nichts, habe ich gedacht, aus nichts ist irgendwie, da habe ich gesagt, okay, ich muss dann ins Krankenhaus fahren, weil für anderes weiß ich auch nicht. Damals wusste ich nicht. Jetzt schon was bisschen anderes, aber das war die einzige Möglichkeit. Also im Endeffekt, wenn ich es mal so sagen kann, du warst einseitig gelähmt, der ganze Arm gelähmt, du konntest ja nichts mehr machen. Das Einzige, was ich konnte, was mir für mich in Ordnung war, das heißt, dass ich die Hand so halte, da hatte ich keine Schmerzen. Okay. Alles andere so von hier bis unten, oben, links, rechts, ich konnte das nicht. Das heißt, das... Okay, hast du im Gesicht auch Lähmungen irgendwie gehabt? Hast du irgendwas mitbekommen, oder? Leichte Kopfschmerzen, aber nichts. Das heißt, nur dann die Hand, das heißt, nur der Teil hier. Okay. Ende vom Lied war ja, der Krankenwagen kam dann, hat dich abgeholt? Nein, ich bin dahin gefahren. Also, ich bin ins Krankenhaus gefahren, das heißt, mein Kollege hat mich ins Krankenhaus gefahren. Und natürlich das Erste, was sie gedacht haben im Krankenhaus, dass ich irgendwie voll besoffen umgestürzt bin, weil alle wussten, dass die volle Party bei uns läuft. Und dann brauche ich erstmal Zeit, dass ich erkläre, ich war da zu arbeiten, nicht zum Party machen. Ich habe da fertig gearbeitet, wir haben noch ein bisschen gequatscht draußen. Dann bin ich um 6 locker ins Bett gegangen und dann bin ich aufgestanden und dann ist es passiert. Ja, okay. Da haben die kurz eine Kontrolle bei mir gemacht, Röntgen hier und da, und haben sie gesagt, okay, ist nichts gebrochen, kann sein, dass dein Nerv angeklemmt ist und weil du so keine Schmerzen hast, haben wir gesagt, okay, bekommst du einfach einen Gips schön und melde dich wieder in 7 Tagen und dann wird schon. Also aus meiner Erfahrung ist das Schlimmste, was man machen kann, selbst wenn du Sehnscheinentzündung hast oder so irgendwelche Entzündungen, Nervenprobleme, Bewegungseinschränkungen, ist das Schlimmste, was du machen kannst, eigentlich einen kompletten Gips. Ja? Weil es bräuchte nämlich sehr, sehr lange, bis es regeneriert. Ja? Daher, da haben wir ja hin und her geschrieben erst einmal, einen Tag drauf oder 2 Tage drauf, gell? War das?
Nee, an dem gleichen Abend hast du mich nochmal angerufen. Nee, du hast mir geschrieben. Ein Tag später war das. Oder Tag später? Das war ein Tag später. Dann. Das war in der Früh, weil du bist eh dann um 12. Du hast mitgekriegt, dass was passiert ist. Genau. Und ich glaube, du hast mir an dem Tag Abend noch, das kann ich eh noch nachschauen, aber ich glaube, dem Tag noch Abend geschrieben, wie es mir geht. Und da habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, ich lag eh im Bett, konnte nichts machen. Und dann hast du irgendwie gesagt, okay, ich schaue mal kurz nach und dann melde ich mich wieder. Dann habe ich gedacht, okay, was will er denn nachschauen? Über was geht's denn? Und dann also wohlgemerkt übers Telefon das Ganze, ja. Ich lag im Bett. Nicht übers Telefon, sondern eigentlich über Internet-Chat war das. Und dann habe ich nur von dir gebraucht, dein Alter noch und das war's genau, eigentlich. Genau, wann ich geboren bin, genau. Nee, Name, Vorname. Nur einfach Alter habe ich gebraucht Alter, von dir. Name, ja. Vorname. Und dann bin ich hergegangen, Laptop aufgemacht, 5D Flash, ja, aktiviert. Das ist praktisch wie so ein Quantencomputer in dem Sinne, ja. Und der braucht nur den Namen, braucht das Alter, nicht das Geburtsdatum, nur das Alter. Okay. Und männlich, weiblich muss ich eingeben. So, dann weiß ich ja ungefähr, aufgrund meiner Erfahrung, weil ich arbeite schon seit 4 Jahren mit diesem System, und bin hier einfach mal hergegangen, habe mal geschaut, okay, kompletten Scan, was könnte eigentlich da sein. Man kann so Häkchen setzen zu verschiedenen Organen und so weiter, was man einfach untersuchen soll, ja? Aber über die Ferne. Ja, das ist das Interessante. Das war schon... So, und dann hast du dann... E-Mail von mir bekommen, du hast das, aufgrund dessen das von dem und dem Problem. Was ich rausgefunden habe, was ich jetzt noch in Erinnerung habe, weil es ist schon wieder ein paar Monate, halbes Jahr mehr. Länger wie ein halbes Jahr her. Ja. Genau, 10 Monate schon oder? Genau. Ungefähr, ja. Und da war es im Endeffekt so, was der Computer ausgespuckt hat, er meinte MS. MS kommt eigentlich, entstehen auch Muskellähmungen oder Nervenlähmungen. Ja. Und nur für mich ist es dann nicht unbedingt eine Krankheit in dem Sinne, sondern es ist ein emotionales Problem. Und aufgrund von emotionalen Problemen gibt es im Körper eine Milieuverschiebung. Milieuverschiebung heißt, in bestimmten Organregionen oder Körperregionen kommt einfach ein Säureschub rein. Ja? In diesem Säureschub können dann Viren, Bakterien, alles Mögliche drin sein. Wenn ich jetzt über diese Ferne, auf die Entfernung mit dem Computer, die Frequenzkurven verändere, verschiebt sich das Milieu wieder im Körper. Ja, und es geht wieder zurück, das Ganze. Und da habe ich ja die Empfehlung gegeben, ich mache ein bisschen... Fahr nach Hause und das erste, was du zu Hause machst... Gips runterschneiden. Gips runterschneiden. Und das war auch so, ich bin nach 2-3 Tagen bin ich nach Hause gefahren. Ich habe dem Chef gesagt, sieht nicht gut aus. Ich habe echt Schmerzen und hier und da hat er natürlich gesagt, kein Thema sowieso. Mach, was du denkst, was am besten wäre für dich. Ja. Ich bin nach Hause gefahren und erst meine Eltern Hallo sagen, dass ich wieder zurück bin. Dann habe ich gesagt, hast du eine Schere vielleicht zu Hause? Habe ich erst mal erzählt, was passiert ist, dass ich überhaupt nicht weiß, was passiert ist, weil es ist mir allgemein nichts passiert. Ich habe gesagt, ich habe einen Freund, der mir helfen kann und in den ich ehrlich Vertrauen habe. Und der hat gesagt, mach es so und so und es wird klappen. Bin ich nach Hause gekommen, Gips runtergeschnitten und das war's allgemein. Das heißt, ich war nicht mal beim Arzt. Ich war überhaupt nicht beim Arzt. Ich habe das einmal weggeschmissen. Ja. Da hatte ich keine Probleme mehr, überhaupt nicht. Mhm. Aber das habe ich auch im Hotel noch gemerkt, als du mich später angerufen hast. Dass du gesagt hast, probier mal wieder, machen das, was wo dich auch wehtut, als ich das wehgetan hat. Ja. Dann habe ich gesagt, der Schmerz ist weg einfach. Da habe ich gedacht, bin ich vollkommen jetzt irgendwie weg oder keine Ahnung. Und es war ja von heute auf morgen im Endeffekt, ja. Ich habe dich angerufen, ich habe gesagt, pass auf, ich tue die Kurven im Computer verändern, ja. Dann eine Stunde später hast du mich angerufen. Dann habe ich noch eine zweite Geschichte gemacht und zwar funktioniert das mit einem Foto. Dann hast du mir ein Foto geschickt. Genau. So, dann habe ich dieses Foto verwendet und habe dann faktisch diese NFS-Titanblättchen, was wir haben, auf deine Körperregionen draufgelegt, wo ich sage, okay, da draufsetzen, dann passt das. Und dann hast du im Endeffekt auch nochmal zusätzlich eine Dauerbefeldung. Und es geht eigentlich relativ rasch, dass sich diese Sachen auflösen, wie wenn es nie da gewesen wäre. Ja? Und das hast du live miterlebt, die ganze Geschichte. Ja, ich hatte schon ein bisschen, nicht Angst, aber ich saß so allein im Zimmer mit den Gips und hier und da. Und dann will mir jemand helfen, den ich überhaupt nicht jetzt ewig lange kenne. Und der hat mir geholfen, das heißt, ich hatte keine Schmerzen mehr. Habe ich gedacht, okay, wo bin ich denn jetzt? Was mache ich denn? Und so ist es passiert. Bin ich nach Hause gefahren, Gips weggeschnitten und
heute noch keine Schmerzen, nix. Ja, ja. Und ich die erste Frage, wenn ich fragen würde, die würden wahrscheinlich sagen, habe ich doch gesagt, einfach nur nichts machen. Ich denke mal, so 2 Monate später war ich dann bei dir im Hotel mal kurz zu Besuch. Genau. Und da hast du erwähnt, du hast ab und zu mal so ein bisschen leichte Schmerzen noch, ist richtig? Ne? Genau, und da hatte ich noch meine Lieblingsuhr, ja, die ich nicht mehr trage von dem Tag, der rechten Seite. Und da habe ich gesagt, ja, dass ich ab und zu, wenn ich schwierige Gewichte hebe, dass ich noch ein bisschen Schmerzen hier drin habe, so ähnliche Schmerzen. Ja, und dann bist du wieder gekommen und hast gesagt, okay, schauen wir das mal an. Das hat 2 Titanblättchen mal kurz hinhalten für 1 Minute, seitdem nie wieder was gewesen. Dann hast du gesagt, zieh die Uhr aus, weil die schwierigen Metalle irgendwie dran belustet werden. Bei der Uhr ist es ja so, weil das war in diesem Sinne eine Quarzuhr. Und Quarzuhren, die pulsen auf die Hauptschlagader. Ja? Und wenn du natürlich immer so einen Puls auf die Hauptschlagader bekommst, dann kann sich alles Mögliche im Körper verschieben. Das ist nicht der natürliche Takt vom Körper. Und dann verschiebt es deinen Takt im Körper. Es kann alle möglichen Sachen begünstigen. Ja? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es irgendwas verursacht, sondern es begünstigt verschiedene Symptome. Ja? Und drum, wenn man praktisch auch Metallarmband und so weiter um Handgelenk drum hat, ist es nicht optimal, weil es natürlich die ganzen Meridianbahnen abtrennt oder kurzschließt, genauso wenn man Ketten hat und sonstiges. Dann empfehle ich halt immer, möglichst keinen Schmuck zum Tragen. Ja? Reicht schon, dass man das Handy dabei hat, ist das schon schlimm genug. Ja, dann habe ich die Uhr ausgezogen. Das heißt, ich hatte von dem Tag habe ich die Uhr nicht mehr, hatte ich nicht mal in meiner Hand. Ja. Und muss ich sagen, von dem Tag habe ich keine Probleme mehr. So, jetzt gehe ich mal auf den Hintergrund nochmal drauf ein zum guten Schluss. Was eigentlich die Lösung war zu dem ganzen Thema. Der Computer hat es nicht direkt mir gesagt. Ja? Das ist, muss man sich so vorstellen, der zeigt einem verschiedene Bilder und dann aus diesem ganzen Bild kann man sich dann reinmachen, was es ist. Und bei dir habe ich damals gesagt, pack deine Sachen, geh nach Hause, du hast Heimweh. Das ist die Ursache. Richtig, ne? So, Heimweh. Damals wusste ich noch nicht, warum du Heimweh hast. Ich habe nur gesagt, geh nach Hause. Ja? So, wo wir uns dann das nächste Mal getroffen haben. Aber das Beste ist, damals wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt, weil das habe ich dann knappe 3 Wochen später erfahren. 2 Wochen später erfahren, was auch ist. Das heißt, dass meine heutzutage Freundin auch schwanger ist. Ja. Und kann sein, dass alles irgendwie zusammen war oder das irgendwie. Ja. Das ist die Erklärung zu dem, was du eigentlich hattest. Du warst die ganze Zeit Eventvorbereitung, hattest Stress in der Arbeit und so weiter. Und sobald jeder kennt es, wenn man dann aus der Arbeit rausgeht, man geht im Urlaub, hat man meistens Erkältung oder ist krank oder hat irgendwas. Ja? Weil man praktisch in die Spannung kommt. Dann kommt der Körper praktisch in die Regenerationsphase wieder und dann bekommt man solche Sachen. Das ist praktisch dieser Auflösungskonflikt, nenne ich es jetzt einfach einmal. Und bei dir war das im Endeffekt der Fall. Ja? Du hattest Heimweh rechts, Vaterrolle. Ja? Also der rechte Arm, die Vaterrolle. Man könnte auch sagen, die Last auf der Schulter. Ja? Darum hat das irgendwie nicht mehr ganz funktioniert. Und aus irgendwelchen Gründen war halt die Emotion Heimweh, wo man dann natürlich im Nachhinein, auch ich im Nachhinein, dann gewusst habe, okay, das war Heimweh, deine Freundin war schwanger, drum ab nach Hause erstmal in die Heimat. Und dann hat sich das eigentlich relativ schnell gelöst. Und von heute auf morgen? Ich glaube, 3 Tage später, nachdem ich das Ganze gemacht habe, hast du dann auf Facebook ein Foto reingestellt mit deiner Freundin Arm in Arm. Ja, also okay, schaut gut aus. Ja, das Lustige war, dass alle gedacht haben, okay, dass ich nur tue und tue, mache und hier und da, weil kein Arzt sagen konnte, was mit mir ist. Das heißt, dann haben die alle gedacht, okay, wenn die Ärzte nicht wissen, was mit dir ist, dann ist halt mit dir einfach nichts. Genau. Aber das war einfach nicht so. Das war schon ein bisschen komisch für mich auch. Wir haben gedacht, okay, der tut einfach nur so. Ja, ja. Die Ärzte, wenn die nichts sagen können, dann hat er auch nichts. Obwohl ja wenige solche Leute gibt wie du, die einfach sowas können, machen, tun. Und natürlich gleich zur Hilfe hier stehen und helfen. Es ist eigentlich relativ einfach, man muss nur offen für die ganze Thematik sein, sich die Dinge anschauen. Und es ist nicht immer richtig, was man so alles studieren kann oder lernen kann. Oft ist es mehr die eigene Erfahrung, wo man selber einfach ausprobiert macht. Ja.
Aber tolle Geschichte, das wollte ich einfach mal unseren Zuschauern einfach mal präsentieren. Auch dir lieben Dank, Dejan, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Danke dir. Gerne. Vielleicht springen wir jetzt noch hier nach ein bisschen ins Wasser, wieder drüben auf dem Boot. Die haben das die sowieso. Die Musik aufgedreht. Ja. Liebe Zuschauer, ich denke mal, es hat euch wieder einige Erkenntnisse gebracht, das Ganze, was man mit der ganzen Frequenztechnik überhaupt machen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Auf Wiedersehen.